Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Dattelzeit hier mit RimWorld, wo ja, Raven sich noch immer der Abendunterhaltung vergnügt. Ach, der hat noch eine Rippe, die so ein bisschen... Warte, Nee. Also, das lasse ich nicht durchgehen. Raven, du gehst mir nicht schlafen, ehe du nicht irgendwie Schaden verursacht hast. Oh, boah, ey. Der hat einen 13er Wert, der hat eine gute Waffe. Na bitte, jetzt trifft er auch mal was. Und jetzt ist er auch tot. Perfekt. Was wollen wir mehr? So viel Zeit muss man sich lassen. Haben wir überhaupt noch eine Nachteule neuerdings? Dann sollte ich mich ja drum kümmern. Oder ist Tau noch immer die einzige? Offenbar. Ja, das sind ja alles schon ältere. Okay, Tau ist noch immer die einzige, die hier lieber nachts unterwegs ist. Wäre nicht schlecht, wenn sie mal etwas Gesellschaft bekommt. Weil traurigerweise nicht nur, dass sie mal eine Zeit lang Kartoffel war, sondern irgendwie ist sie auch die einsamste Kolonistin, die wir haben. Das muss sich ändern. Nach all dem, was Tau durchgemacht hat, auch wenn wir ja zumindest eine gewisse gemeinsame Zeit mit den anderen pro Tag haben, darum wurde sich ja gekümmert. So, Strauß kann gejagt werden. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir einen Tag und wir wollten, glaube ich, was jagen, was hier so in der Gegend war, ne? Wenn ich mich richtig irre. Da haben wir einen Strauß, aber... Hä? War hier nicht noch mehr? Hallöchen. Boah, ey, was... Wie schnell wandern die derzeit weg? Da war doch so eine kleine Mini-Herde oder so. Was zur Hölle? Manchmal habe ich echt das Gefühl, das Spiel will mich einfach nur leiden sehen. Aber ich kann es dem Spiel nicht verdenken, das ist das Problem. Wäre ich das Spiel, würde ich ja genauso handeln. Einfach die dämlichen Menschleins leiden lassen. Quälen. Ich will ein gutes Computerprogramm. Ach, da sind die. Die sind doch noch hier. Nicht mit mir, Freundchen. So, die können wir doch jagen. Ach, ist das herrlich. So, dann wollen wir doch mal, warte mal, Blackie jagt einen Strauß. Okay, können wir machen. Dann nehmen wir einfach mal Enster. Ach komm, Grau nehmen wir auch mal mit, warum nicht? Mac. Spinne, ja. Auch lange nicht mehr dabei gewesen. Tracy, du warst im Nahkampf. Okay, dann ist alles in Ordnung. Hier ebenfalls Sammy. So. Ihr vier seid die Gefährten. Oder so ähnlich. Oder vielleicht auch nicht. Jagt einen Strauß. Okay, das ist in Ordnung. Kann man machen. So, diesmal wirken auch alle tatsächlich so in der Art, als wären die psychisch in Ordnung. So, das können wir jagen. Genau. Ups. Kleines Missverständnis. So, das darf alles dann weggetragen werden. Rührt euch, ihr Gesellen. So muss das sein. Und schon klappt es auch mit den Nachbarn. Und dem Essen. Und überhaupt.
So, Enster, was hast du denn hier? Aber ein deftiger Schuss in den Nacken. What the hell? Schön mit dem Sturmgewehr gezielt in den Nacken. Das nenne ich heftig. Ui, die Dinger sind so gut wie fertig. Ist das geil. Ist das cool. Dann möchte ich mal, soweit es hier... Ach, Stahl, ja. Stahl ist immer so eine Sache. Temperatur. Lüftung. Nehmen wir hier ein, da ein, da ein, da ein. Und hoffen das Beste. Und nehmen einfach mal... Jo. Nehmen wir das mit. Eieiei, das ist irgendwie auch so ein bisschen suboptimal. Aber wird schon schief gehen. Ein Überfall. Och, lang ist es her. Mist. Ich wollte doch gucken. Ups, da habe ich jetzt ein bisschen Zeit verschwendet. Ach, so eine süßen Dinger mal. Ja. Das ist doch schön. Dann wollen wir doch einmal hier die Tierchen. So viele haben wir ja derzeit zum Glück nicht. Und auch unsere Kolonisten. Oh, das Koloniegebiet müssen wir mal ein bisschen erweitern eigentlich. Zonegebiet. Koloniegebiet, Arbeitsgebiet. Ja, da haben wir es. So. Dann hier nochmal. Ja, passt schon. Achso, das habe ich noch. Irgendwie die Innermauer hatte ich noch mit dabei. Okay. So, jetzt sollte das passen. Dann haben wir das schon mal. Und ja, wenn die von hier kommen, dann gibt es eigentlich nur einen richtig logischen Ansatzpunkt, wo die angreifen werden. Oder kommt hier von zwei Seiten? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Na, wenn das so ist. Enster, du bist versorgt. Genau. Perfekt. Dann können wir ja eigentlich hier mal uns ein bisschen sammeln. Ja, ich verwende sogar meine wertvollsten Leute gerade. Ich werde es noch bereuen. June, joch, dich auch. Oh, Fabian, dich müssen wir auch irgendwie mit... Da, ja, perfekt. Dann sind wir ausgerüstet. Haben wir hier noch jemanden? Zum Glück nicht. Ach, da kommen sogar noch so zwei. Gut, mal sehen, ob die anderen nah genug kommen. Angie. So schön es auch ist, aber irgendwie nein. So, jetzt bin ich auf die Raupen gespannt, die mit sehr unterschiedlichem Tempo offenbar unterwegs sind. 1,33. Während der hier mit 1,08. 1,08. Ja, das ist nicht unbedingt einheitlich. Oh, da wird eben mal sowas mitgenommen. Warum nicht? Kai, was machst du denn hier? Repariert Schieferwand. Okay. Geht auch in Ordnung. Aber mach hinne. Wir haben nicht viel Zeit. Zusammenbruch. Antisozial. Angie. Da geht sie. Ach, es gibt schöne Dinge im Leben. Aber es gibt auch weniger. Hä? Wieso Drachenbaum?
Nee, 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 das brauchen wir derzeit nicht. Wir nehmen hier lieber Gras. Warten wir, bis Gras über die Sache gewachsen ist, ne? Heugras, zack. Die ist gut. Jawohl, reparier einfach, was du reparieren kannst und gleich gehst du dann wieder weg und alles wird gut. Finde ich irgendwie lustig. Ach, der nimmt einen anderen Weg. Nee, zwei sogar. Gefällt mir. Ah, da ist sogar ein... Ah. Den habe ich ganz übersehen irgendwie. Na gut. Warum nicht? Ja, warte mal, wo ist Kai hin? Kai, wo bist du? Außer Gefahr hoffentlich. Ja, Kai ist schon wieder ganz woanders. Angie! Scheiße. Scheiße. Angie rennt ins Verderben. So, jetzt muss das Mistviech nur irgendwie getötet werden. Und mein Muffalo kriegt das meiste ab, habe ich den Eindruck. Ups, ouch. Au. Hey! Mach nicht meine Geschütze kaputt. Das mag ich so gar nicht. Likros, Likros, Likros. Nein, 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 nein. Du wirst den Teufel tun und lieber hier irgendwo hingehen. Und Enster, du gehst einfach mal hier hin, ne? Da ist noch ein Platz für dich. Scheiße. Angie. Nein. Angie rennt wirklich ins Verderben. Und ich kann nichts dagegen tun. Warte mal. Angie! Was machst du? Angie! Fuck, ey. Tau, nein. Du wirst deine Fuchtelfinger davon lassen. Wicked, Wicked, können wir eine Fernkampfwaffe geben, ne? Warum nicht? Ey, das ist teilweise echt absurd gerade. Das Ding hätten wir auch außer Gefecht gesetzt. Wunderbar. Tracy, du auch hier. Angie, wie geht's dir? Angie, du brennst. Ach ne. Scheiße. Ach, Angie brennt nicht mehr und geht spazieren. Ey, die überlebt das noch. Die überlebt das noch. Also manchmal, da zweifle ich selbst an allem. Scheiße, scheiße. Nein, geht weg, verdammte Kacke. Geht weg. Du auch, Zero. Spinne, du gehst... Ey, was ist alle... Ich glaube, ich sollte die Angriffs... noch eine Angriffszone machen, wo man überhaupt irgendwie nirgends hingehen kann. Wicked, du gehst auch nicht dahin. Aus! Aus, aus, das Spiel ist aus. Ach, da haben wir ein Geschütz, das kaputt geht. So langsam, aber sicher. Aber die Mauern halten, was ich mir erwartet habe. Heldwache. Das ist ja schön. Aber nicht zielführend. So, Angie, wie geht's dir denn? Angie geht noch immer spazieren, aber es geht ihr super. Ich bin begeistert. Manchmal überrascht mich das Spiel auf lustige Art und Weise. So, das Ding müsste hoffentlich gleich kaputt sein.
gell? Bitte, 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 geh kaputt. So, das Ding ist bald auch Geschichte. So, schnell kaputt mit dir. Na bitte, so. Gut, dann sind wir damit schon mal durch. Da können wir sagen, hey, Aufgabe hinzufügen, abschalten, abschalten und abschalten. Da kriegen wir nochmal Ressourcen, können wir ein paar Geschütze neu bauen wieder. Besser als nichts. Och nö, och nö, och nö. Oh, das ist auch gleich kaputt. Mal sehen, wann haben wir das kaputt? Na bitte, geht doch. Man muss nur wollen. So, das können wir auch hier schön abschalten. Und da geht jetzt ein neues Geschütz, ein weiteres Geschütz kaputt. Nicht ein neues. So, eine Minigun, die dürfen wir gerne mitnehmen. Der unfähige Schnitter darf hier auch abgeschaltet werden. Wobei, wir können auch die... Ja, gucken. Wären wir ein paar Klingen noch vorher, die können wir ja vielleicht verkaufen. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Hätte schlimmer laufen können. Abbrechen. Strukturen. Schiefer wollte ich hier. Oh, ich hätte auch hier als diese Mauer hier Schiefer nehmen müssen. Fällt mir gerade auf. Ja. Aber es funktioniert zumindest das hier soweit. So, die Minigun kann man auch entgegennehmen. Eine Raupe, die unfähig ist. Da dürfen wir nochmal linke Klinge und abschalten. Perfekt. Hahaha. Es funktioniert und ihr alle dürft euch wieder rühren. Und auch die Tiere dürfen sich wieder rühren. Und die Beschränkung wird aufgehoben. Heurika. Und um Semi darf sich auch wieder gekümmert werden. Ist das nicht was? Ich glaube, da können alle glücklich werden. Und Angie! Bist du wieder... Ja, Angie ist offenbar auch wieder bei Bewusstsein. Und darf sich heilen lassen. Also Angie hatte ich eigentlich schon fast irgendwie... Ja... Oh, Sammy hat eine Obsession für Leichen. Da müssen wir aufpassen. Enthält nichts. Ach. Ach doch. Enthält aber nichts. Kann jemand den Döner wieder eintüten? Ich glaube, wir haben hier irgendwie einen Döner irgendwo rumliegen. Wo liegt der Döner rum? Döner? Wohin wurdest du versteppt, Sammy? Sammy, wo hast du gerade die Zeit verbracht? Ich möchte es wissen. Ich befürchte, irgendwo könnte ein Döner rumliegen. Leichenobsessionen sind schon was Schönes irgendwie. Ich muss sie nur nicht selbst haben. Ui, trotz allem haben wir hier leckere Mahlzeiten, noch ein Plus zu verzeichnen. Fleisch haben wir hier noch ein bisschen rumliegen. Es läuft nicht so schlecht. Es könnte schlimmer sein. Allerdings haben wir hier noch irgendwie... Nö. Wurde alles wegtransportiert. Das ist sehr vorbildlich. Können wir das noch kaputt machen? Och, hier haben wir auch wieder was. Ah, ist das herrlich. Das ist zumindest mal eine Grundlage. Was haben wir hier? Sandsteinbrocken, okay. Kann man auch mitarbeiten? Ja, eine Elefantenherde. Das ist mal was Schönes. Da freue ich mich drauf. Das wird die nächste Jagdgruppe. Wenn die Jagdgruppe Sonnenschein wieder unterwegs ist. Ach, da freue ich mich auch schon drauf.
So, und Turbo, ja, hat ein bisschen was abbekommen, aber auch nicht so übermäßig. Ja, damit kann man doch arbeiten. Hier fehlen noch die Türchen. Aber haben wir eigentlich... Ach, Granit, wie komme ich denn... Wie bin ich auf Granit gekommen? Hallo? Sandsteintüren. Ah nee, da muss ich erstmal wegmachen. Boah, wie blöd bin ich denn, bitteschön? Granit. Ja, manchmal bin ich denn doch ein bisschen töffelig, aber egal. Spinne hat sich erholt, das ist sehr schön. Allgemein ist die Krankenstation jetzt nicht so voll. Deswegen kann ich guten Gewissens offline gehen und ja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal dabei, wenn wir hier ein bisschen die Raupen vielleicht verwursten. Bis dann verabschiede ich mich jedoch. Ciao, ciao und guckt auch unbedingt die nächste Folge.